wollte nie hierher zurückkommen. Ja, damit bist du nicht allein. So. Wollen wir wetten, ich verpasse die, die eine Figur. Ich werde die so verpassen, weil die wird wahrscheinlich hier irgendwo... Hey, die Gräber sind da drüben. Ja, Entschuldigung. Sag mal, bist du hier zurückge... Nicht so laut. Besser? Ja. Warum meinen Leute man muss doch Friedhöfen immer nur flüstern? Ich weiß nicht. Hängt bestimmt mit Spiegelneuronen zusammen. Was? Na, man tut, was man sieht. Ja. Wie dem auch sei. Hast du jemals wieder hier gewesen? Seit der Beerdigung? Nein. Es gab nie einen Anlass dazu. Zum Glück. Unsere Mutter brachte uns immer hierher. Ja. Super seltsam. Mom, warum kommen wir ständig hierher? Stört es dich? Nein. Es ist nur komisch, weil wir keine dieser Leute kennen. Ich meine, außer Eddies Mom. Es schadet nie, Hallo zu sagen. Weil sie sehr einsam sind. Ganz recht, Liebling. Und manchmal, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, bleiben sie bei euch. Hier drin. Immer hier. Mom? Immer. Sie hat uns geliebt. Sehr. Kannst du das erfahren? Vielleicht doch schon tot ist und deshalb ist sie auf dem Friedhof? Vielleicht. Ja. Aber ich weiß nicht, die meisten Eltern fürchten, ihre Kinder zu verlieren. Okay, einfach so komische Trauerdinger. Ups. Halt, ich muss Celebration Life noch angucken. Feier des Lebens! Jo. Keine coolen Stellenanzeige. So, irgendwo muss er. Das ist ein Fried. Ah, das ist auch ein Grab. Ich dachte, das wäre so ein Schild, wo lang. Stell mich einfach eiskalt drauf. Okay, hier ist der krumme Baum, aber keine Tessa. Sehen wir uns nach dem Grab ihrer Eltern. Nicht, dass wir am falschen Fleck sind. Meinst du, Mike könnte es falsch in Erinnerung haben? Tja, da ich Inventur mit ihm gemacht habe, ja. Okay, warte mal. Erstmal am Baum, da konnte ich mir auch was machen. Moment, ist das der Baum, der bei uns Schieferriese hieß? Ein und derselbe. Warum nannten wir ihn nicht nahe zu Borkley? Verpasste Gelegenheit. Aber, weil wir damals nicht viel mit Musik am Hut hatten? Und Zilo Green? Mensch. Meine Erinnerung reicht ja bis in den Himmel hinauf. Logisch, wenn man ein laufender Meter ist. Wenn man ein laufender Meter ist. Meine Erinnerung reicht ja bis in den Himmel hinauf. Logisch, wenn man ein laufender Meter ist. De Leon. Das ist es. Haben wir sie jetzt verpasst? Oh. Hallo, Herr Adler. Kinder? Es ist Zeit. Ja. Halt! Oh, jetzt bin ich einen Schritt zu weit nach vorne gegangen. Mackets Onkel gestorben. Letztes Jahr war ein schwerer Schlag für ihn. Ist es noch immer. Lange nicht gesehen. Willst du etwas Gesellschaft? Kommt doch rüber. Macht es euch bequem.
Also, schlechter Zeitpunkt? Für dich? Unsinn. Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Hey, deine blöde Fresse sehe ich doch fast jeden Tag. Du bist Schnee von gestern, Süße. Du verletzt mich. Zutiefst. Also, kann ich euch irgendwie helfen? Ich freue mich. Und wie war dein Onkel so? Oh Mann. Wo soll ich anfangen? Er war wie dieser grummelige Opa, der in jeder Sitcom auftaucht. Der Typ, der wie ein T-Rex tippt und nie aus seinem Sessel aufsteht. Ich glaube, ich verstehe schon. Nee, das tust du nicht. So grummelig er auch war, es gab keinen netteren Mann auf der Welt. Er gehörte zu den Menschen, die dich akzeptieren, wie du bist. Auch wenn sie nicht alles gut heißen. Davon gibt es nicht viele. Wo stand es denn? Na komm. Du und dein Onkel standet euch echt nach, hm? Und wie? Ich konnte ihn immer auf die Palme bringen. Meine Familie ist oldschool. Ich war öfter bei meinem Onkel als bei Dad. Er war der Erste, der all meine neuen Rezepte getestet hat. Noch vor Allison. Dann habe ich Onkel William zu verdanken, dass ich noch keine Rettungsringe habe. Ich bin echt gespannt auf deine berühmte Marinade. Hey, was ist die Geheimzutat? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Birkensirup. Ach, wie konntest du? Geh vor, Michael. Zack! Bis später. Aber klar. Eiskalt verraten. Jo, geil. Okay. Dann gehen wir mal. Wie kommst du zurecht? Es ist alles so ein Chaos. Ich dachte, wir wären mit dem Packen fast fertig. Ich will diesen Ort einfach nur hinter uns. Zumindest ist Mr. Hollywood schön heftig. Komisch, dass du nie erwähnt hast, wie dein Bruder aussieht, bevor er entstanden hat. Ich dachte, ich überrasche dich. Erinnerst du dich, wo sie ist? Nein. Alles, was ich weiß, ist, dass ich bei der Beerdigung aufs Wasser geschaut habe. Alice, bitte. Ich gehe nicht hin. Komm zurück. Nur wenige Schritte und... Jegliche Hoffnung, es könnte diesmal einfacher sein. Ah, sie ist hinter mir, okay. Zumindest schickt mich diesmal niemand weg. Das will ich aber auch hoffen. Danach hatten wir beide einen Moment da drüben am Totem, nicht wahr? Ich frage mich, ob wir das sehen können. Wir können es versuchen. Ja, ich will es sehen. Ich lasse dich nicht fortnehmen. Ich sag ihnen die Wahrheit. Du hast es versprochen, Alice. Mir passiert schon nichts. Mach dir bitte keine Sorgen. Echt? Ich weiß, ich sollte diese Sache mit Brown verbinden, aber ich wünschte wirklich, du hättest mich besuchen können. Ja, ich auch, aber... Hey, ich habe an dem Tag nichts versprochen. Das warst du. Sieh mal. Ja. Oh. Mensch. Alle glauben, du warst es. Es ist nicht fair. Ich komme klar. Du musst jetzt auf dich selbst aufpassen. Siehst du? Es ist möglich, aber ich glaube nicht. Nun, ich weiß es. Der Gedanke daran hat mir durch den Tag geholfen. Aber ich komme dich jede Woche besuchen. Ich bin bei... Bald zurück, okay? Versprochen. Komm, wir nehmen das. Versprochen. Bald zurück, okay? Versprochen. Chief Brown kümmert sich um dich. Alles wird gut. Ganz sicher. Kinder? Es geht leid, aber... Es tut mir echt leid, dass ich so lange weg war. Ich war so sehr mit allem beschäftigt, dass... Du musst dich wirklich nicht erklären. Ich verstehe jetzt, was du durchgemacht hast. Wirst du mich jemals ausreden lassen? Irgendwann mal. Aber nicht heute. Glaubst du, Snowball lebt immer noch dort? Schneeeulen werden nur etwa 10 Jahre alt. Oh, Ruhe in Frieden, Snowball.
Das kommt mir bekannt vor. Carol Brown. Oh, ist ja auch die Mutter von Eddie. Ich habe vergessen, wie schwer der Tod von Eddies Mom von Mary Ann war. Naja, wir waren erst vier, aber ja, sie verlor eine ihrer einzigen Freundinnen. Sie hat immer gesagt, ohne Carol hätte sie nie ein Zuhause in der Lost Crossing gefunden. Glaubst du, ihr Tod war der Anfang von Mary Ann's? Du weißt schon. Es hat sicher nicht geholfen, aber nein, das war Jahre später. Ah, guckt euch das an. Okay, bevor ich jetzt da hochrenne, will ich erstmal hier. Das ist es. Nicht? Ja. Gott, ich glaube, ich brauche eine Weile. Ich sehe mich mal ein bisschen um, okay? Bin gleich zurück. Ja, kein Ding. Joa. Gehen wir mal da hoch, oder? Ich dachte, da stand doch die Tessa gerade. Gehen wir mal hoch. Ich hab's noch nicht gefunden. Sorry. Alles, woran ich mich bei der Beerdigung erinnere, ist ein Vogel auf einem Baumstumpf. Halt. Ich will zu ihrem Grab, bevor wir gehen. Hä? Ist sie das? Okay. Also ist doch hier irgendwo in der Nähe. Kein Glück. Nicht erst. Warum erinnere ich mich? Wo ist sie? Ja. Alle Gräber einfach abklappern. Ach ja. Allison. Ist sie das? Was zum Teufel war los mit dir? Was? Ist zerbrochen. Warum hast du nichts gesagt? Wir waren doch deine Kobolde. Du warst nicht auf dich allein gestellt. Kinder, ich hatte nicht erwartet. Was tut ihr? Was tut ihr hier? Sag mal, was machst du hier? Du fühlst dich wohl schuldig, was? Nach unserem Tod sind die Gräber alles, was unseren Hinterbliebenen bleibt. Ihr Grab verwittern zu lassen, wäre herzlos. Ich bin nicht herzlos. Herzlos genug, unsere Mutter beim Jugendamt zu melden. Ich wollte euch beschützen. Mary Ann ging es täglich schlechter. Ich hatte Angst, dass wenn alles so weitergeht wie bisher, wäret ihr am Ende... Wären wir am Ende gestorben? Nein, das mache ich nicht nochmal. Ich werde nicht nochmal für ihre Entscheidungen gerade stehen. Marianne ging's gut, bis du sie gemeldet hast. Gut? Sie lebte seit Jahren nur von Almosen. Man kann nicht immer völlig zugedröhnt zu einem großzügigen Jobangebot aufkreuzen. Wenn man überhaupt auftaucht. Letztendlich hat sie sich von uns allen abgekapselt. Sie war allein und chancenlos. Alles war gut. Bis du ihr gedroht hast, uns wegzunehmen. Ich wollte doch nur nicht, dass sie euch mit sich herunterzieht.
Sie ließ euch klauen, verdammt. Eure Mutter wollte nie ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Sie dachte immer, sie sei besser als der Rest von uns. Ein verwöhntes kleines Mädchen, das sich als Prinzessin im Märchenwald sieht. Sie hätte sich mit jemandem einlassen sollen, statt verheiratete Männer zu verführen. Fragt nur Sam Kensky, wie viel besser das für alle gelaufen wäre. Halt, was? Ich... Oh Gott. Was war zwischen ihnen? Ich hab nicht nachgedacht. Bitte, vergesst das einfach. Tessa. Ich weiß nur, was auch passiert ist. Laura hat Sam dafür verlassen. Aber ich hätte nichts sagen sollen. Ich hatte es versprochen. Tut mir leid, Kinder. Shish. Ich verstehe, dass Marianne keine Hilfe wollte. Aber es hätte eine bessere Lösung geben müssen. Besonders, wenn sie wirklich eine Krise hatte. Ja, du hast recht. Ich hätte einiges besser machen können. Viel besser. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich kann leider nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. Könnte ich eure Mutter zurückholen, würde ich es tun. Ich verdiene eure Vergebung nicht. Besonders deine, Tyler. Aber wenn ihr mich noch in euren Leben wollt, bin ich gerne da. Erst muss ich etwas wissen. Akzeptierst du mich, wie ich bin? Darüber habe ich nachgedacht, seit du nach Hause gekommen bist. Ich glaube fest daran, dass mein Leben besser wurde, weil ich es nach Gottes Wort gelebt habe. Aber ich glaube auch fest daran, dass wir nicht immer verstehen, was er uns genau sagen möchte. Ich habe ihn um Rat gebeten. Und nun, da ich dich hier vor mir sehe, du bist so ein starker und umsichtiger junger Mann. Das muss seine Antwort sein. Das bedeutet mir viel. Danke. Tessa, ich weiß, die letzten paar Tage waren heftig. Wenn du magst, bin ich bereit für einen Neustart. Aber das kann ich nicht entscheiden. Tyler? Wo muss ich denn schon wieder? Ich will keinen mehr verlieren. Und wenn wir Leuten nicht vergeben können, was bleibt uns verdammt nochmal übrig? Danke. Euch beiden. Kinder, ich habe die Geschichte eurer Mutter nie gekannt, aber sie war offensichtlich sehr schmerzhaft. Sie sagte immer, ihr beide wärt das einzige Glück gewesen, das sie je hatte. Ich will mich bemühen, ihr zu vergeben. Ich hoffe, ihr könnt es auch. Wenn ihr zwei morgen in der Stadt seid, kommt doch ins Café. Ich gebe was aus. Steht Kokosnusskuchen auf der Karte? Weißt du, das ist sehr gut möglich. Dann sehe ich euch beide morgen. Sicher. Komm schon. Das war wild, was? Ruhe und Frieden. Ich hatte sie schon aufgegeben. Aber ach manchmal so, jetzt gehen wir da durch. Ich weiß. Jetzt fühle ich mich wie der letzte Arsch. Tessa fühlt sich bestimmt genauso. Ja, der erste Tag zurück im Büro wird jetzt echt unangenehm. Oh, ich bin mir sicher, ihr beide schafft es nie, über diesen Tag zu reden. Ganz genau. Echt unangenehm. Ah, oh, Alter, ist das hübsch. So der See. Berge. Kannst du vielleicht hinsetzen? Komm mal. Kann ich? Wollen wir? Wir wollen, aber irgendwie... Ja, jetzt. Keine schlechte Aussicht, was? Ja. Jupp. Ich verstehe jetzt, warum sich Friedhöfe an schöne Orte setzen. Das ist etwas erträglicher. Hör zu. Ich weiß, das war hart. Ich bin sehr dankbar, dass du das mit mir durchgezogen hast. Fireweed war klasse. Aber niemand dort war so richtig für mich da, weißt du? Du bist die Einzige. Hey, Bruder und Schwester. Aber in letzter Zeit war es eher Bruder als Schwester. Und dafür will ich mich bei dir bedanken. Das musst du echt nicht tun. Du hast mein Leben gerettet, Allison. Und du bist deine ganze Kindheit über in Fireweed eingesperrt gewesen. Warte, gibst du dir dafür immer noch die Schuld? Nicht doch. Ich wollte das so. Es ist nur... Ich hab
dein Leben gestohlen, Tyler. Und ist dann total vergeudet. Das stimmt nicht. Du bist auf dem Weg nach Denali, Michael wird ein berühmter Koch und was mache ich? Nichts. Nichts? Du hast bald einen Abschluss in Buchhaltung. Und deine Kunst ist gut. Sehr gut. Mach dich nicht selbst runter. Sobald wir mit dem ganzen Mist durch sind, verkaufen wir das Haus. Dann gehst du nach Juno und startest voll durch. Bei dir klingt das so einfach. Nein. Bei uns war noch nie etwas einfach. Aber wir haben es durchgezogen, stimmt's? Ja, du hast recht. Hey, wo auch immer Ranger Tyler landet, er sollte ab und an auch mal uns Stadtbewohnern einen Besuch abstatten. Hörst du? Aber klar. Naja, und das dauert ja ohnehin noch etwas. Wir haben Zeit. Oh ja, natürlich. Das haben wir. Tja, jetzt kennen wir die Geschichte also. Hm? Marianne war durch mit Delos und Delos durch mit ihr. Vielleicht war sie zu stolz, aber sie hat so lange so hart gearbeitet. Und als sie am Ende ihrer Kräfte war, kam ihr niemand zu Hilfe. Vielleicht mal Tessa. Oder Eddie. Und als dann das Jugendamt auf dem Weg war, hat sie... aufgegeben. Aber ihre Kinder töten? Ernsthaft? Ich weiß nicht. Es fühlt sich so an, als ob da noch was fehlt. Oder? Du wirst nie verstehen, was ihr durch den Kopf ging. Hat sie bestimmt nicht mal selbst. Das Gefühl wird wohl für immer bleiben. Musik.